Hallo, ich denke, es ist mal wieder Zeit, über mein E-Bike zu sprechen. Ich habe zwei Videos schon zu dem Thema gemacht. Ich habe es Anfang August 2020 habe ich es bekommen. Dann habe ich so ein Vorstellungsvideo gemacht und nach 1500 Kilometern habe ich so ein Zwischenfazit gemacht. Und jetzt habe ich die 5000 Kilometer erreicht und möchte heute nochmal darüber berichten. Ich bin heute so ein bisschen unterwegs und ich suche mir dann eine ruhige Stelle. Vielleicht hier, vielleicht noch woanders. Mal gucken. Es sieht warm aus, aber so super warm ist es nicht. Aber in der Sonne ist es eigentlich ganz angenehm. Heute ist der, lass mich überlegen, 15. Mai, Samstag. Gestern war es ziemlich kalt, davor hat es stark geregnet. Der Mai ist leider noch nicht so schön warm wie die letzten Jahre. Aber mal schauen. Vielleicht wird es ja noch besser. Fünftausendfünf Kilometer bis jetzt. Das ist das tolle Teil. Bin hochzufrieden damit. So gut wie keine Schwierigkeiten bis jetzt. Einwandfrei. Bisschen schneller könnte es sein. Leider riegelt es ja bei 25 ab. Aber aufgrund der Federung und der Reifen und allem kommt man halt wirklich überall durch. Für die Landschaft hier in der Lausitz einwandfrei. So, leider sieht es jetzt gerade nach Regen aus und ich habe keine Regenkleidung dabei, weil in den Wetter-Apps nichts angezeigt war. Muss ich doch noch mal gucken, was das Regenradar bietet. Ja. Uhr 14:30. Boah, das ist ja noch eine Stunde Zeit. Da soll hier ein Schauer kommen. Wenn das stimmt. Wenn ich ein bisschen nördlicher fahre, dann müsste er an mir vorbeiziehen. Wenn das stimmt. Werden wir dann nachher machen.
Hier ist so ein kleiner Feuerlöschteich. Sehr angenehm. Muss man nur ein bisschen diese Wolken und das Wetter beobachten, bevor ich weiterfahre. Aber ich denke, ich werde in diese Richtung fahren, weil da sieht es besser aus. Das ist Richtung Guben, Schenkendöbern-Guben. Und in diese Richtung sollte auch später dieser Regen vorbeiziehen, wenn das Regenradar stimmt, was es ja nicht immer tut. So, es wird doch jetzt doch ganz schön warm. Ich glaube, ich habe jetzt nichts hier, ich habe kein Temperaturmessgerät, aber ich meine, es müssten 18 Grad sein, nachdem es vorhin noch 15, 16 waren. Sobald die Sonne scheint, ist aber schon gefühlt 20, 21. Also mit langer Hose fast zu viel. Ich habe keine lange Hose, ich habe so Beinlinge und eine kurze Hose. Ich kann also auch diese Beinlinge theoretisch ausziehen, dann habe ich eine kurze Hose. Aber im Moment lasse ich es mal noch. Genau. So, ich melde mich nachher nochmal, wenn mir noch was einfällt zum E-Bike. Ja, noch ist es trocken, aber da hinten lauert was. Aber ich fahre in die andere Richtung, da ist es noch hell. Schauen wir mal. Das klappt schon. So, jetzt hat es doch ein bisschen angefangen zu regnen. Jetzt tröpfelt es nur, aber es hat auch gedonnert. Da ich mich hier gerade unterstellen kann am Deulowitzer See, mache ich hier mal eine kurze Rast und beobachte das mal. Wie schön, dass ich meinen kleinen Stuhl dabei habe. Nur ein kleines Dach, aber besser als nichts. Da kommt was.
Ein weiterer Grund, sich einen Gepäckträger anzuschaffen und immer mal eine Regenjacke dabei zu haben, ist sowas, weil man doch manchmal überrascht wird. Aber gut, ich habe Zeit. Ganz gemütlich hier mit meinem Swingstuhl, Schaukelstuhl. Wir sitzen das aus. So, während ich hier sitze und warte, dass der Regen aufhört, kann ich ja noch mal ein bisschen was zum E-Bike erzählen. Ja, also ich möchte einfach in Zukunft größere Touren machen und da muss ich ein bisschen was mitnehmen. Ich habe im Internet so tolle Videos gesehen mit Fahrradwohnwagen, René Crea, Enduro René, der andere René, das ist unglaublich. Sowas werde ich mir vielleicht auch noch bauen. Also wenn da draußen irgendjemand ist aus dem Spree-Neiße-Kreis, Cottbus oder so, der auch Bock hat, sowas zu machen, einfach mal melden, vielleicht können wir zusammen irgendwie was auf die Beine stellen. So ein Fahrradwohnwagen ist schon eine coole Sache. Ja, dann habe ich mich mal eine Zeit lang mit Chiptuning beschäftigt, habe ich aber nicht gemacht, aber ich habe mich damit beschäftigt, weil es mich interessiert hat. Weil es ist einfach nervig, also mit nach GPS tut mein E-Bike oder Pedelec, ja, bei oft schon bei 23,5 aufhören zu unterstützen oder 24. Also es erreicht ja nicht mal, also manchmal geht's, aber nicht immer, echte 25. Und das ist schon echt nervig. Man hätte schon gerne mal 2-3 Kilometer mehr. Sage ich jetzt mal 30 wäre super, aber selbst wenn es dann 6, 27 laufen würde. Ich verstehe das nicht, dass das so brutal abgeriegelt ist. Bei jedem Auto geht der Tacho auch ein bisschen vor und ja, es gibt überall, auch bei Polizei, bei Radarkontrollen gibt es Toleranzen und so weiter, aber hier sind sie so brutal. Ein bisschen schade. Nun habe ich mich mit diesen Chips beschäftigt, die man ja ohne Probleme auch inzwischen also an den Motor hängen kann, unsichtbar. Man kann die auch so abschalten von außen, dass man es nicht mehr erkennen kann. Nur das Problem ist, dass scheinbar nach einer gewissen Zeit die Motorelektronik der Motoren, in meinem Fall ist es ein Bosch-Motor, erkennt, dass da ein Tuning-Chip drin ist und dann der Motor in Notlauf geht. Und aus dem Notlauf kommt man nur raus, indem man 90 Minuten manuell strampelt. Und das Ganze soll wohl nur dreimal gehen und nach dem dritten Mal soll angeblich, wie gesagt angeblich, der Motor nur noch durch Bosch oder durch einen Fahrradfachhändler freigeschaltet werden können. Da ist mir das Risiko wirklich zu groß. Ansonsten hätte ich das wirklich gemacht, hätte das auf ein Maximum von 30 km/h eingestellt oder 28 und hätte einfach so ein ganz klein bisschen mehr Power gehabt. Das hätte mir wirklich gefallen. Aber lassen wir es halt. Genau. Ich denke mal einfach jetzt mal irgendwann in Zukunft in ein paar Jahren entweder selber mit einem Bafang-Motor was aufzubauen oder ein S-Pedelec anzuschaffen, muss man sich mal überlegen. Aber jetzt die nächsten 2-3 Jahre bin ich mit dem, was ich habe, auf jeden Fall sehr, sehr zufrieden und denke mal, ich werde noch ja, 15.000 oder 20.000 bringe ich das bestimmt. Genau. Was fällt mir noch ein? Das war eigentlich das Wichtigste. Also, wenn du da draußen auch diese Fahrradwohnwagen von René Crea kennst und
ein bisschen Ahnung hast, ein bisschen Lust hast, sowas zu machen, irgendwie aus der Nähe von Cottbus, Buben, Forst, Spree-Neiße-Kreis bist, melde dich mal. Vielleicht können wir ja gemeinsam was auf die Beine stellen. Ne? So, da hinten wird es jetzt wieder heller. Ich warte jetzt noch so 10 Minuten, dann packe ich zusammen und fahre weiter. Das müsste es dann ziemlich gewesen sein. Es war also nur ein kleiner dunkelblauer Fleck auf dem Regenradar. Hat auch nicht viel geregnet, aber es war schon ein bisschen nass und es hat gewittert. Und alle Leute, die hier eben noch vorhin waren, sind alle abgehauen.